Bullseye. Jo Leute, hier ist wieder Dennis von 3LPT mit einem neuen Projektor. 60 Hertz, please. Die Pokémon Company. Genius Sonority. Denn wir spielen. Wer hat's erkannt von euch? Wer hatte eine Kindheit und einen Spaß? Wir spielen Pokémon Colosseum. Und zwar, wir spielen Pokémon Colosseum deswegen, weil ich eigentlich Super Mario Galaxy weiter aufnehmen wollte, aber leider ist das Batteriefach meiner Wii-Mote kaputt gegangen und deswegen funktioniert diese nicht mehr. Und ich dachte mir so, warum spielen wir nicht etwas, was ich selber noch nie so richtig gespielt habe, obwohl ich so gut wie jedes, ich nenne es mal, normale Pokémon-Spiel, das heißt mit einer Story durchgespielt habe. Und wir spielen Pokémon Colosseum und ich habe schon den Anfang vor 3-4 Jahren ein bisschen gespielt, aber noch nicht so richtig und vor allem nicht auf Deutsch. Da freue ich mich jetzt drauf und das heißt, wir können auch direkt loslegen. Es wird sich keine Pokémon Colosseum, das hat wir keinen Steckplatz. Ah, ja bitte. Okay. Okay, ich trinke kurz einen Schluck. Okay. Ja, ich spiele das Ganze auch auf dem Dolphin-Emulator, wie schon mein Super Mario Let's Play, alles bestens hier. Na dann, neues Spiel. Der Name. Komm, wir bleiben mal traditional. Mein eigener. Alles klar, yep. Okay, anscheinend ist unser Charakter, der Durban-Person, hat da... Ich weiß nicht, ich sage jetzt einfach mal Team Magma, ich weiß es nicht, wer die sind. Getrollt. Ja, dann müssen wir eben tanken, wa? Okay, ich kann mich bewegen. Ah, jetzt wird mir mein linker Analogstick wieder zum Problem, denn der bleibt leider nicht still. Das hatte ich ja schon mal bei einem anderen, bei einem Super Mario LP-Teil. Ich habe mir dann einen neuen Controller gekauft, aber den habe ich ein bisschen geschrottet. Ein bisschen gegen die Wand geworfen, aber gut. Gucken wir uns einfach ein bisschen um erstmal. Okay. Der Bereich ist nicht wirklich groß. Ach, das ist schon eine Information. Hm, das nervt schon ziemlich. Okay, ich habe wohl was getriggert. Oh Mann, ich bin pappsatt. Und nach getaner Arbeit schmeckt das gleich nochmal so gut. Wir haben aber auch eine ziemlich fette Beute an Land gezogen, was? Ich schätze, der Boss wird dieses Mal ordentlich was springen lassen. Und zwar nicht nur knapp. Was für ein Tag. Okay, ich habe jetzt einen Controller. Und das Batteriefach, wie gesagt, ein bisschen spinnt. Ich muss eigentlich nur darauf achten, dass ich nicht allzu sehr hinten dran komme. Okay, wie gesagt, ich muss einfach nur darauf achten, dass ich nicht so sehr da hinten dran komme. Na gut. Vielleicht ist das generell ein Problem. Egal, gehen einfach mal in die Bar rein. Oh. Wie heute offiziell bekannt wurde, handelt es sich bei dem mysteriösen Komplex, der vor kurzem im Crow Canyon bei der Explosion zerstört wurde, um das Versteck von Team Krall, einer Bande von Pokémon-Dieben, nach der bereits seit langem polizeilich gefahndet wird. Erst die Explosion brachte den Standort des Verstecks ans Tageslicht. Allerdings hatten die Verbrecher ihren Unterschlupf bereits verlassen. Es wird zurzeit untersucht, wie es zu dieser Explosion gekommen ist. Wir halten sie aber weiter auf dem Laufenden. Okay. Also heißt es das Team Krall und ist deswegen neu. Hm. Anscheinend ist das Problem mit dem Analogstick dauerhaft. Und wird mir noch ziemlich auf die Eier gehen. Gott, was ist das denn für ein Fehler hier? Wisst ihr, was ich jetzt tue? Ich spreche jetzt über Dolphin. Na, da. Save State. Slot 1, so. Jetzt sehen wir uns gleich in-game wieder und ich hoffe, das geht dann. So, da bin ich wieder. Ja, um es ganz kurz zu erklären, ich habe ein bisschen was an den Controller-Settings rumgefummelt und jetzt geht's. Ich musste aber kurz einen neuen Save-State anfangen, weil ich leider so gesaved hatte, dass mein Charakter nach rechts gelaufen oder nach links gelaufen ist. Und das heißt, er hat erst dann, wenn ich den Save-State geladen habe, immer automatisch nach links gelaufen, egal was ich mache. Aber wie ihr seht... Ja, es geht nicht komplett fehlerfrei, aber größtenteils so. Und jetzt lässt es auf jeden Fall deutlich mehr enjoyen. Also, sprechen wir doch mal mit ein paar Leuten hier. Kennst du eigentlich das Team Krall? Also, da wir gerade diese Explosion verursacht haben, würde ich mal sagen, ja. Was für Halunken. Ich frage mich, wie vielen Trainern diese Typen schon übel mitgespielt haben. Uns nicht. Nehme ich an. Was da wohl los gewesen sein mag? Wenn dein Versteck in die Luft geht, hast du als Gangster schlechte Karten. Ich tue nichts Böses. Deshalb geht bei mir auch nichts in die Luft. Hahaha, ich hab's drauf. So ein Penner. Oh, hallo. Dieses Team Krall, das sich einfach fremde Pokémon krallt. Ist wirklich eine Schande. Es wäre fast zu schön, um wahr zu sein, wenn diese Bande nach der Explosion endgültig zerschlagen wäre. Und du? Du bist auch ein Pokémon-Trainer, oder? Ja. Schon klar, ich habe einen Blick für sowas und du hast diesen Glanz in den Augen. Ich wette, du hast auch ganz hervorragende Pokémon. Vielleicht ergibt sich meine Gegner für einen Kampf. Aber ich schätze, gegen mich hast du nicht die Spur einer Chance. Wow. Wow, wow, wow. Nimm das sofort zurück. Ich zerreiß dich in der Luft. Hm? Ich habe dich ja hier noch nie gesehen. Auf der Durchreise, wa? Naja, egal woher du kommst und wenn du gehst, ruh dich erstmal ein wenig aus. Okay. Naja. Aber ich kann mich nicht setzen. Also. Ja, ist okay. Ja, okay. Ich weiß, dass ich Gangster bin. Okay, ich gehe wieder raus. Hey, einen Moment. So einfach kommst du nicht davon. Du schon wieder? Ich hasse Willi und ich sehe gleich, dass man mit dir gut kämpfen kann. Du siehst wirklich nicht wie ein gewöhnlicher Reisender aus. Na komm schon, lass uns eine Runde riskieren. Okay. Ja, ich hab's doch gar nicht gewusst. Also los, hier geht's lang. Das ist ja eine... Haha, jetzt wird's heiß, jetzt geht's los. Komm schon, Vollgas. Brumm, brumm, und jetzt gebe ich Gas. Was will er von mir? Das hört sich nach weitaus mehr als einem Pokémon-Kampf an. Biker Willi. Zeig mir dann scheiß Zickzacks und Zickzacks. Oh, 2 Stück. Oh, die Musik, Baby. Nach Taram Siana. Okay. Das ist doch einfach viel zu lange her. Hm. Was sind das für Attacken? Hat er nichts Gutes? Das ist Rückkehr. Ich bin zu alt geworden. Na gut, immerhin macht Schaden. Sogar nicht schlecht. An Schaden. Och nee, bei jeder Attacke muss der pausieren, weil das laden muss. Naja, kenne ich schon. Mann, ich habe auf einmal Schnupfen. Ich glaube, das liegt am staubigen Controller. Okay. Jetzt bringen wir es zu Ende, Leute. Zack. Jawohl, sehr schön. Dann auch. Zack. Jawohl. Sehr schön. Oh, warte mal kurz, bin gleich wieder da. So, da bin ich wieder. Was geht bei diesem RP denn bitte noch schief? Jetzt kriege ich hier auch noch vom Staub, der in der Luft liegt, Schnupfenanfälle. Passt schon. So, gewonnen, du Bitch. Schön besiegt den Biker, Willi. Tja, verloren? Da muss ich wohl etwas mehr trainieren. Dennis gewinnt 240 Poké-Dollar. Alle Achtung, du bist ziemlich stark. Respekt, Respekt. Vielleicht solltest du mal nach Phenac gehen, westlich von hier. Da gibt es doch wesentlich stärkere Trainer als mich. Mit denen solltest du unbedingt kämpfen. Okay. Aber laufen. Ich hab doch mein Maschinchen. Ach so, nicht. Ich hab's nicht. Es ist einfach weg. Okay, dann gehe ich jetzt von der Phenac. Oase der wasserblauen Quellen inmitten der unerbittlichen Wüste. Entschuldigung.